Ein herzliches Willkommen zu der Serie Faszination Bibel. Das Thema, das wir heute ansprechen, wird sein die Wiederkunft Jesu, Tatsache oder ein frommes Märchen. Wir werden uns wieder mit diesem Buch beschäftigen, die Erde, Theater des Universums, die uns das sehr bildlich, das wir sehr bildlich hier drin dargestellt bekommen und das Wort der Heiligen Schrift uns deutlich vor Augen malt. Ich habe vor einiger Zeit eine Karte bekommen, die mich sehr angesprochen hat. Eine Karte, die weggeschickt worden ist im Jahre 1909. Es waren zwei junge Leute, die sich getroffen haben und sie hatten sich ineinander verliebt und der Junge war ganz begeistert von seiner neuen Freundin und sagte ihr: Du, schreib mir eine Karte und wenn ich diese Karte erhalte, dann werde ich dir antworten und wir werden einen Termin finden, wo wir uns vielleicht wieder sehen können. Sie sind nach Hause gefahren, der Junge wartet und wartet, aber keine Karte kam. War sehr enttäuscht. Er dachte, es war doch so schön, warum schreibt sie keine Karte? Er hat geheiratet. Auch sie hat geheiratet, weil auch kein Kontakt mehr da war. Erst 60 Jahre später ist diese Karte ausgeliefert worden. Irgendwo war sie verklemmt und die Post hat die Karte gefunden und sie demjenigen zugestellt, dem John, zugestellt. Und plötzlich merkten sie beide, dass da im Versehen der Post vorlag. Was wäre geschehen, wenn diese Karte angekommen wäre? Das Leben wäre ganz anders verlaufen, nicht wahr? Nur 22 Kilometer voneinander entfernt und der Kontakt war nicht da. Gott hat ja auch einen Brief geschrieben. Einen Brief geschrieben, der so spannend ist und die wenigsten kennen seine Botschaft. Das Thema, das in der Heiligen Schrift in der Bibel am häufigsten genannt wird, am häufigsten erwähnt wird, ist das Thema der Wiederkunft Jesu. Über 300 Mal erwähnt die Bibel diesen Gedanken. Scheinbar ein wichtiges Moment, ein wichtiger Gedanke, der uns bewusst werden soll. Und ich möchte einen Schlüsseltext gleich mal aufschlagen, den wir im Neuen Testament finden, und zwar im Johannesevangelium im 14. Kapitel. Dort schreibt der Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, er schreibt in den ersten Versen: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubet an Gott und glaubet an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Dieser Gedanke ist immer ein Gedanke, den Jesus seinen Jüngern nahebringen wollte. Ich werde einmal gehen, aber ich komme wieder. Wenn wir zum Beispiel in Johannes 16 nur zwei Kapitel weiterschauen, im Vers 7, da sagt Jesus seinen Jüngern: Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Es ist gut. Jesus sagte, ich werde euch nicht alleine lassen. Ich werde euch einen Tröster geben, einen Parakletos steht dort. Einen Tröster, der bei euch sein kann. Ich werde nicht mehr da sein bei euch, aber dieser Tröster wird überall dort sein, wo ihr auch seid. Der Heilige Geist, der nicht begrenzt ist, so wie ich als Mensch auf dieser Erde, er wird immer bei euch sein. Ein Tröster. Fantastisch, dass Jesus uns nicht alleine lässt und dass er hilft, dass wir uns immer wieder daran erinnern, was er sagt.
Vielleicht ist es gerade bei dieser Botschaft so wichtig, dass wir uns erinnern, was Jesus sagte, weil sehr oft haben wir es gehört und vergessen es wieder. Wenn Jesus das über 300 Mal in seinem Wort erwähnt, scheint es eine wichtige Botschaft zu sein. Jetzt ist natürlich klar, und Jesus hat das auch sehr deutlich gesagt, dass wenn das so eine wichtige Botschaft ist, dann ist die Gefahr immer sehr groß, dass sie auch verzerrt wird. Dass sie von jemandem genutzt wird, der Menschen woanders hinführen möchte. Jesus sagt das auch ganz deutlich in Matthäus Kapitel 24, als er mit seinen Jüngern auf dem Ölberg saß und die Jünger wollten wissen, wann ist denn das, wenn du wiederkommst? Du hast schon so viel davon gesprochen. Kannst du uns sagen, wann das sein wird? Und ich lese mal in Kapitel 24, Vers 3 und Vers 4. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie alleine waren, sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Das ist das Erste, was Jesus sagte. Das Erste, was er ihnen mitteilte, als er über seine Wiederkunft sprach, war der Hinweis, passt auf, das ist nicht einfach. Da werden andere Mächte da sein, die euch was ganz anderes mitteilen wollen, die euch verführen wollen. Wir sehen das auch ganz deutlich in Kapitel 24, Vers 23 und 24. Da sagt Jesus, wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Und hier ist Vers 26 noch dazu. Wenn sie also zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus, siehe, er ist drinnen im Hause, so glaubt es nicht. Jesus hat diese Warnung mehrmals, dreimal in diesem Kapitel gesagt, Matthäus Kapitel 24. Passt auf, es werden falsche Verführer da sein. Menschen, die sich ausgeben, als wären sie Christus. Propheten, die ganz was anderes lehren als das, was die Bibel sagt. Und es ist auch gefährlich zu meinen, er kommt irgendwo speziell in einem Ort wieder, der prädestiniert ist für die Wiederkunft Jesu. Der Paulus macht im 2. Korintherbrief im 11. Kapitel noch eine interessante Bemerkung. Im 2. Korintherbrief im 11. Kapitel des 2. Korintherbriefs, da sagt er in Vers 14 und 15 folgendes. Und das ist auch kein Wunder, sagt er. Denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Darum ist es nichts Großes, wenn sich auch seine Diener verstellen als Diener der Gerechtigkeit, deren Ende wird sein nach ihren Werken. Also Jesus sagt uns hier durch sein Wort, sogar der Satan verstellt sich als Engel des Lichts. Er ist jemand, der große Freude hat, die Botschaft, die eigentlich das ewige Evangelium ist, das man nicht verändern darf, in einem anderen Licht darzustellen. Menschen zu verführen, sie wegzulocken von Jesus. Und das ist ein großes Problem, vielleicht heute mehr denn je. In der Apostelgeschichte, in Kapitel 20, da wird uns noch ein ganz praktisches Beispiel genannt, wie das funktioniert. Paulus schreibt das hier im 20. Kapitel der Apostelgeschichte. Ich lese hier ab Vers 27. Da heißt es, denn ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Also Paulus sagt, passt auf, wenn wir im Worte Gottes lesen, dann dürfen wir wissen, dass das, was Paulus verkündigt hat, den Ratschluss Gottes beinhaltet. Ich habe euch
nichts vorenthalten, sagt er. Ich habe euch alles verkündigt. Und dann sagt er, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat zu Bischöfen. Er verabschiedet sich hier von den Gemeindeleitern aus Ephesus. Er weiß, er wird sie nie mehr sehen. Er ist auf dem Weg nach Rom. Und die letzten Worte, die er zu ihnen sagt, passt auf die Herde. Ich habe euch eingesetzt als Bischöfe oder Gemeindeleiter, das war das Wort damals, zu weiten die Gemeinde Gottes, die er durch sein Blut erworben hat. Und nun sagt er Folgendes, denn ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Das ist genau das, was Paulus auch schrieb in den Korinthern, dass er sagt, es werden falsche Apostel aufstehen, falsche Leute aufstehen, die Verkehrtes lehren. Und hier sagt er es auch den Gemeindeleitern zu Ephesus, passt auf, es kommt aus eurer Mitte. Da werden große Menschen aufstehen, die Falsches lehren. Damit ist die Lehre nicht unwichtig. Wir müssen darauf achten, was heißt uns die Heilige Schrift und was sagt sie nicht. Lasst uns mehr über dieses Wort in der Bibel nachdenken. Es ist gerade wichtig, wenn es um die letzten Dinge geht, über die Dinge, die mit der Wiederkunft Jesus zu tun haben. Jetzt ist es wichtig, uns ein wenig darüber Gedanken zu machen, was sind denn die Dinge, die uns die Wiederkunft Jesu anzeigen. Ich gehe in das 21. Kapitel des Lukas-Evangeliums und wir lesen dort ab Vers 26. Da heißt es, und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen, über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschen kommen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er sagt dann weiter, wenn all dies geschieht, anzufangen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil jetzt die Zeit gekommen ist. Also Jesus sagt uns, passt auf, es ist notwendig, die Zeichen der Zeit, die passieren, ernst zu nehmen. Sie nicht einfach links liegen zu lassen. Sich Gedanken zu machen, was will denn Gott sagen, wenn solche Dinge über diese Erde kommen, die jeder sehen kann? Was bedeuten sie? Was heißt das für mein Leben? In Kapitel 21, Vers 25 und 26, da wird uns ja das gesagt, es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen und auf der Erde wird den Völkern bange sein und sie werden verzagen vor dem Brausen der Wogen des Meeres und die Menschen werden vergehen vor Furcht und Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde, denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Das klingt nicht nach irgendwelchen kleinen Unfällen, die passieren. Das klingt mehr, dass unlösbare Probleme plötzlich auftauchen. Probleme, die unsere ganze Ökologie, unsere ganze Erde betreffen, unser Zusammenleben betreffen. Dinge, die wir nicht mehr lösen können. Jemand hat einmal gesagt, wir verhalten uns heute so, als wenn wir eine zweite Erdkugel im Kofferraum hätten und machen alles kaputt. Scheinbar sind hier Dinge da, die ausbrechen, die wir nicht mehr steuern können. Und Gott sagt, wenn das alles anfängt zu geschehen, dann wisst, jetzt ist die Zeit gekommen. Was sind nun die Elemente der Wiederkunft Jesu? Was sollen wir denn beachten? Ich gehe mal in die Apostelgeschichte, in das erste Kapitel. Und wir gehen in diese Zeit hinein, wo Jesus sich von den Jüngern verabschiedet hat. Er ging mit ihnen auf den Ölberg und er wusste, er wird sie jetzt verlassen. Er hat ihnen noch einige Ratschläge gegeben, sehr interessante Ratschläge gegeben. Und ich lese mal von Vers 7 bis Vers 11 im ersten Kapitel. Da heißt es, er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit und Stunde zu wissen. Das ist schon das Erste, was uns auffällt. Jesus hat das immer wieder gesagt. Es ist nicht unsere Aufgabe, irgendeinen Zeitpunkt festzulegen.
Da gab es schon immer Leute, die das machen wollten. Aber es ist sehr gefährlich, weil wir nicht Gott sind. Er kommt zur richtigen Zeit, nicht zu früh und nicht zu spät. Macht euch nicht den Kopf über Zeit und Stunde, über die letzten Bereiche, die letzten Momente, wann das genau sein wird. Aber er sagt hier, es ist euch nicht gebührt, Zeit und Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, die auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein, Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien bis an das Ende der Erde. Das heißt, hier ist ein wichtiges Moment, das Gott uns hier zeigen möchte. Mit der Wiederkunft Jesu oder bevor die Wiederkunft Jesu sein wird, wird das Evangelium eine große Macht haben. Es wird so sein, dass Menschen es nochmal hören. Und dann heißt es in Vers 9, und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihn nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Kleidern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Ein sehr deutliches Wort, oder? Jesus steht bei ihnen und es ist schon sehr beeindruckend, wenn man auf dem Ölberg mal gestanden hat, an der Stelle, wo Jesus mit seinen Jüngern zum Schluss war. Ob man genau es in Quadratmeter weiß, spielt auch keine Rolle, aber dort auf dem Ölberg war er mit seinen Jüngern gewesen. Er hat ihnen nochmal einen Auftrag gegeben. Und dann sagt die Bibel, dann nahm ihn eine Wolke auf. Und sie sahen ihn, wie er in der Wolke nach oben schwebte. Und plötzlich war er ihren Augen verschwunden. So etwas haben sie noch nie erlebt. Und dann standen hier zwei Männer, Engel, die ihnen das nochmal sagten, ganz bewusst sagten. Sie sagten, was schaut so gen Himmel? Dieser Jesus, den ihr jetzt zum Himmel habt auffahren sehen, er kommt genauso wieder, wie er gegangen ist, nämlich in Wolken. Er kommt wieder genauso, wie ihr ihn gesehen habt. Hier haben wir also eine sehr deutliche Szene, wie Jesus, was Jesus hier sagt. Jetzt gehen wir in das Matthäusevangelium. Wir gehen wieder in das 24. Kapitel, weil das ist das Kapitel, wo Jesus sehr viel über die Wiederkunft sagt, über die Zeichen der Zeit. Aber er spricht auch über die Dinge, die passieren werden, wann er wiederkommt. Und ich lese im 24. Kapitel des Evangeliums die Verse 30 und 31. Da heißt es, und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen, den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen. Und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Wir haben eine ganze Menge von Fakten, von Hinweisen, die Jesus sehr deutlich gegeben hat. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir diese Hinweise beachten, weil wir mehrmals darauf hingewiesen werden, von Jesus selbst und von den Aposteln, passt auf, es kommt jemand, der Dinge ähnlich macht, aber die doch nicht mit der Wiederkunft Christi gleichzusetzen sind, die euch verführen. Passt auf das, was ich euch sage. Das Erste, was uns hier gesagt wird, und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel, und er kommt auf den Wolken des Himmels. Das heißt, so wie er in den Himmel gegangen ist und eine Wolke aufgenommen, so kommt er auch wieder. Und dann heißt es hier, es werden ihn sehen. Die Leute werden ihn sehen. In Offenbarung 1, Vers 7 wird uns das sogar noch ein bisschen detaillierter gesagt. Offenbarung 1, Vers 7, das sagt Jesus damals dem Johannes auf der Patmos, da spricht er auch über die Wiederkunft.
Und er sagt, sieh, er kommt mit den Wolken, wieder dieses Zeichen, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen, alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Das heißt, es werden ihn nicht nur einige sehen. Es gibt manche Leute, die meinen, Jesus kommt wieder und es sehen nur, man sieht ihn nur mit dem geistlichen Auge. Das steht nicht in der Bibel. Die Bibel sagt, es werden ihn alle Menschen sehen. Alle. Sogar die, die ihn durchbohrt haben, werden ihn sehen. Wahrscheinlich werden sie vorher aufstehen und das miterleben. Die größten Gottesleugner und die Leute, die ihn zum Tode verholfen haben, werden sehen müssen, dass er wiederkommt. Jesus sagt es nämlich auch den Pharisäern, Schriftgelehrten, Hohenpriester, als sie ihn zum Tode verurteilten. Ihr werdet ihn sehen, den Menschensohn, wenn er wiederkommt. Das wird auch hier dargestellt, nicht wahr? Manche fragen sich ja, wie ist das überhaupt möglich? Wie kann man Jesus sehen, dadurch die Erde rund ist? Ist das nicht undenkbar? Kann ich nicht nur die eine Hälfte sehen, die andere hat gar keine Chance? Ich meine, das sind menschliche Überlegungen, aber die sind sehr kurz gegriffen. Also ich denke, wenn jeder zum Beispiel heute ein gutes Fernglas hätte, dann wäre es uns möglich, alle 20 Minuten so einen Sputnik zu sehen, der um die Erde kreist. Jeder Mensch auf dieser Erde. Jetzt weiß ich nicht, ob Jesus nicht schneller ist als ein Sputnik. Aber das ist auch nicht das Problem, das wir haben. Gott wird es so einrichten, dass alle Menschen ihn sehen. Alle. Keiner wird ihn nicht sehen. Das ist schon eine große Herausforderung. Und wir merken, wenn Gott etwas sagt, dann ist das nicht nur eine Wunschvorstellung, sondern ist das Realität. Jesus konnte damals auf dem Wasser gehen, das können wir heute auch nicht. Jesus kann die elementaren Kräfte außer Kraft setzen, um etwas zu zeigen, zu demonstrieren. Das ist Jesus möglich, das ist nicht das Problem. In dem Text, in Matthäus 24, dann steht, als zweites heißt es hier, er kommt also in den Wolken und zweitens steht hier mit großer Kraft und Herrlichkeit. Ich habe mal jemanden gefragt auf der Straße, wenn Jesus kommt, würden Sie ihn auch gerne sehen? Er sagte mir dann so lapidar, na, wenn er kommt, dann gebe ich ihm auch die Hand. Ob das der Fall sein wird, wenn er kommt? Er kommt mit großer Kraft und Herrlichkeit. Nicht so, wie wir das heute oft so jedes Jahr einmal feiern zu Weihnachten als kleines Kindchen in der Krippe. Und dann singen wir alle Jahre wieder, kommt das Jesuskind. Das ist es nicht. Er kommt mit großer Kraft und Herrlichkeit. Die Offenbarung lässt uns ein bisschen hineinschauen in jenen Moment. Im 19. Kapitel spricht nämlich auch von der Wiederkunft. Und Sie sehen, es gibt schon eine ganze Reihe von Hinweisen, die von der Wiederkunft Jesu sprechen. Da heißt es dann im Vers 16, er trägt den Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren. Also wir merken schon, das hat mehr zu tun, als nur ein großer Politiker zu sein, der vielleicht in dem Bart der Menge sich bewegt. Nein, nein, er kommt als König aller Könige und Herr aller Herren. Und wir merken schon, das hat Auswirkungen, nicht wahr? Wir haben schon einmal gelesen in Offenbarung Kapitel 6, wenn er dann wiederkommt, dann werden die Leute verschmachten vor Furcht, die sie überfällt, weil sie es nie geglaubt haben. Und dann sagen sie, ihr Berge und Hügel fallet über uns und bedeckt uns vor dem, der da kommen soll. Plötzlich wird das wahr, was sie nie gedacht haben. Es gibt noch einen nächsten Hinweis in Matthäus Kapitel 24, wenn es um die Wiederkunft Jesu geht. Im 24. Kapitel des Matthäusevangeliums, da steht dann, nicht in Vers 30, sondern Vers 31, dann steht hier, und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen. Er kommt also nicht nur sichtbar, er kommt nicht nur in großer Kraft und Herrlichkeit,
Er kommt nicht nur in den Wolken des Himmels wieder, er kommt auch mit hellen Posaunen, seine Engel mit hellen Posaunen. Ich weiß nicht, wie viele Engel es gibt. Wahrscheinlich mehr als nur 3 und 4. An einer Stelle steht, 10.000 mal 10.000 standen vor ihm und dienten ihm. Und wahrscheinlich ist das auch nur eine Redewendung. Es werden Milliarden Engel sein. Ich habe mal lange Zeit in einem Bläserchor mitgespielt. Und wir waren einmal in Berlin, in der Philharmonie, haben dort ein Konzert gegeben, war sehr, sehr schön. Und an einem Nachmittag sind wir damals, da war die Stadt noch geteilt, sind wir damals an den Kuhdamm gegangen. Das ist ja eine sehr belebte Straße. Und da gab es so eine Ausbuchtung, da waren Häuser und da war so ein kleiner Park. Und dort sind wir als Bläser hineingegangen. Es waren ungefähr 500 Bläser, die dort waren. Und wir haben dann ein kleines Konzert gegeben. Es war schön anzuschauen, sehr, sehr viele Trompeten, Posaunen, vielleicht so 15 oder 20 Tubanisten. Es war interessant. Und als wir angefangen haben zu spielen, das war nicht besonders laut. So ist uns das vorgekommen. Aber als wir angefangen haben zu spielen, die 500 Leute, man hat von dem Verkehr nichts mehr gehört. Alle Fenster sind aufgegangen und jeder wollte hören, was das ist, was sie da gehört haben. Was sogar durch die Wände durchgegangen ist, durch die Fenster durchgegangen ist. Nur 500. Wenn Jesus wiederkommt mit all seinen Engeln und sie werden mit hellen Posaunen blasen, dann wird das keiner verschlafen. Das wird hörbar sein. Und ich denke, es ist gut so. Und dann steht da auch so in dem Text im Vers 31, Matthäus 24, sie werden also mit hellen Posaunen blasen und werden seine Auserwählten sammeln von den 4 Enden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Die 4 Enden sind die 4 Himmelsrichtungen, die immer wieder angegeben werden, nicht wahr? Aber da steht, er wird seine Auserwählten sammeln. Das heißt, es muss etwas Großes stattfinden zu der Zeit, wenn Jesus wiederkommt. Und dieses Große, was hier stattfinden wird, das lesen wir auch in der Bibel. Im 1. Thessalonicher Brief sagt es der Paulus der Gemeinde zu Thessalonich. Und zwar im 4. Kapitel, und ich lese mal Vers 16 und 17. Da sagt er, denn er selbst, der Herr, wird mit dem Befehl, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen. Also wir haben gerade von der Posaune gesprochen, da wird es erwähnt, herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten in Christus, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf dem Wolken, in die Luft, dem Herrn entgegen und werden so bei dem Herrn sein alle Zeit. Also da passiert etwas Gewaltiges. Da werden die gläubigen Toten aufstehen. Die Gräber werden sich öffnen. Und die Lebenden, die auch gläubig sind, werden mit ihnen zusammen verwandelt und ihm entgegengerückt werden. Das wird etwas sein, was man bestimmt auch nicht übersieht. Er wird seine Auserwählten sammeln von allen Enden dieser Erde. Das ist auch ein Zeichen, das nicht übersehen werden darf. Und wenn das nicht passiert, dann ist es nicht die Wiederkunft Jesu. Wir haben noch einen ganz wichtigen Hinweis in Matthäus 24, der genannt wird, wenn es um die Wiederkunft Jesu geht. Und Jesus sagt es ja auch ganz deutlich. In Matthäus 24, er sagt hier in Vers 14, und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Das heißt, bevor Jesus wiederkommt, wird er veranlassen, dass noch alle Menschen einmal von dieser großen Begebenheit, von diesem großen Ereignis hören werden. Nochmal hören werden, was es heißt, von dem Wort Gottes angesprochen zu werden. Das ist auch eine Sache, die man
heute sich mehr denn je vorstellen kann, dass die Zeit reif geworden ist. Es gab noch nie eine Zeit, wo die Technik so eingesetzt werden konnte, um Menschen in allen Winkeln dieser Erde zu erreichen. Das Evangelium wird nochmal gepredigt werden. Und in der Offenbarung sagt es ja Jesus dem Jünger auf Patmos ja auch, im 14. Kapitel der Offenbarung. Und dort Vers 6, da heißt es, und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel, einen Boten, der durch den Himmel fliegt, das ist ein Bild, das dargestellt wird. Der hatte ein ewiges Evangelium, ein Evangelium, das immer das Gleiche ist, nichts verändert, zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und allen Sprachen und Völkern. Da wird nochmal das Gleiche ausgesagt. Alle Menschen werden nochmal angesprochen werden. Durch andere Menschen, durch den Geist Gottes, durch alle möglichen Kanäle, die heute möglich sind, angesprochen werden, nochmal dieses Evangelium der Rettung zu erleben. Es scheint doch so zu sein, wie es damals war. Wie es damals war, und Jesus greift das ja auch in Matthäus 24 auf. Er sagt, denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Das heißt, damals war es ja auch so, bevor Jesus veranlasst hat, Gott veranlasst hat, die Erde durch eine Flut zu reinigen, hat er nochmal die Botschaft allen Menschen verkünden lassen. Noah hat 120 Jahre gepredigt. Das waren andere Zeiten damals. Aber es waren schätzungsweise ungefähr 1,5 Milliarden Menschen auf dieser Erde, als das stattgefunden hat. Und gerettet wurden? 8. Nicht, weil die Menschen es gewusst hätten. Selbstverständlich, sie haben es gewusst. Aber sie haben es nicht geglaubt. Könnte es möglich sein, dass es vielleicht heute wieder ähnlich ist? Dass Gott nochmal seine Botschaft sendet und die Menschen glauben es gar nicht? Die wenigsten sind vielleicht vorbereitet darauf. Ich lese mal ein Wort, das Petrus schreibt. Und zwar im 2. Petrusbrief, im 3. Kapitel. Und da sagt er in den Versen 3 und 4, ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt denn die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Na, das waren sogar gläubige Leute, die glaubten an die Schöpfung. Das waren so Leute, die sogar das Wort Gottes kannten. Und trotzdem sagt Petrus, das sind Spötter, weil sie das, was Gott sagte, nicht ernst genommen haben, als Märchen, als Idee angesehen haben, aber nicht als Realität. Jesus lässt uns nicht im Ungewissen. Und ich habe vorhin schon angesprochen, als Jesus die Noah-Zeit Noah mit hineinnahm, um das Ende der Erde, das Ende der Welt uns vor Augen zu machen und zu zeigen, da sagt er ganz deutlich, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Er sagt, denn wie es war zu den Zeiten der Sintflut und Tagen der Sintflut, sie aßen, tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin, so wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Also ich denke, deutlicher könnte Jesus es nicht sagen. Die Menschen glauben es nicht. Sie sehen es als Märchen an. Sie spotten darüber. Sie glauben den menschlichen Theorien mehr als dem Wort Gottes. Obwohl es solch eine Brisanz hat. Die wichtigste Botschaft, die die Bibel sagt, ist, Jesus kommt bald. Es wird nicht mehr lange dauern. Die Zeichen der Zeit sprechen eine deutliche Sprache. Paulus, er drückt das in dem Brief an die Korinther sehr deutlich aus, im 2. Korinther. Und vielleicht ist das eine Botschaft, die uns heute mehr denn je
bewegen sollte. In 2. Korinther Kapitel 6, Vers 1 und 2. Paulus sagt es als Mitarbeiter, aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht, ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört und habe dich am Tage des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Was Paulus uns hier sagen möchte, ist ganz deutlich, wenn wir dieses Wort lesen, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen und sehen, was Gott uns zu sagen hat und wir sehen, welcher Zeit wir leben, dann sagt Paulus hier, passt auf, es ist die Zeit, wo du auch selbst eine Entscheidung treffen musst. Keiner kann die Entscheidung für dich treffen. Du wirst die Entscheidung treffen müssen. Und es ist schön, wenn du diese Entscheidung triffst, einmal Gott begegnen zu können.